Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Obwohl Roger Federer in Athen nicht sehr erfolgreich abgeschlossen hat, kann man doch auf ein gutes Jahr von ihm zurückschauen. Vielleicht möchtet ihr ihn gerne selber mal live spielen. Die Gelegenheit dazu gibt es schon bald am Davidoff Swiss Indoors in Basel mit der Supercard. Wer 18.800 Superpunkte auf seinem Konto hat, kann jetzt eine besondere Prämie bestellen. Ein Tribünenplatz mit Sitzküsse im Membercard-Sektor gerade hinter der Grundlinie. Während dem Turnier stehen jeden Tag 200 exklusive Tickets zur Verfügung, die nicht im offiziellen Verkauf erhältlich sind. Bestellungen werden nach Eingang berücksichtigt. Es hat also, solange es hat. Und das alles ist dabei. Benutzung vom VIP-Eingang mit Hostessenempfang, Zugang zu der Meeting Point Bar, Welcome Drink, das Tennis Earbook und natürlich ein spezielles Goodie von Coop. Anmelden kann man sich jetzt mit der Telefonnummer 032 323 25 25, und die findet ihr auch im Inserat in der Coop-Zeitung. Diesen Monat ist bei Coop Italien zu Gast. Die italienische Küche ist enorm vielseitig. Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und kennt Zubereitungsarten, die sie auch für uns Schweizer besonders beliebt macht. Lasst euch verführen von der frischen und aromatischen Küche und ihren Zutaten. Pasta und Pastasauce, Öl, Aceto, Risotto, Brot und Charcuterie. Vieles davon gibt es jetzt bei Coop zum Aktionspreis oder mit den Bons aus dem aktuellen Coop-Magazin Bella Italia. Italien hat sich auch als herausragendes Käseland den Namen gemacht. Der Parmesan ist auf der ganzen Welt bekannt. Ähnlich wie der Mozzarella, der Gorgonzola und der Taleggio. Es gibt aber auch regionale Spezialitäten, wie der Valtellina Casera, ein vollfetter Halbherdkäse. Der Valtellina Casera ist jetzt bei Coop zum Käse vom Monat gekoren worden. Vollmilch aus der Region dient der Firma Moyola in Cosio als Grundlage für die Herstellung von ihrem Valtellina Casera. Nach der Herstellung wird der Käse in Reifezellen gebracht, wo die Temperatur und die Feuchtigkeit ständig kontrolliert werden. Nach etwa 60 Tagen wird der Käse in natürlichen Keller gelagert, die aus Stein bestehen. Der Käse wird einmal pro Woche gedreht, damit er langsam, ständig und konstant reifen kann. Im Lager ankommen wird er sofort mit einer Nummer versehen. Die Rückverfolgbarkeit des Käses wird damit gewährleistet. Das Veltlin ist bekannt für seine traditionsreiche Küche mit Buchweizen, Anken, Würst und Käse. Der Valtellina Casera ist dank seinem milden Geschmack bestens geeignet für die Zubereitung der typischen regionalen Spezialitäten, wie zum Beispiel der berühmten Pizzoccheri. Wir haben dem Chef des Restaurant La Brace in Cosio über die Schulter geschaut. Und der Teig, den hat er schon parat gehabt. Das ist der Teig für die Pizzoccheri. Ich habe ihn vorbereitet mit 70% Buchweizenmehl und 30% Weissmehl, in einem Ei, um den Teig weicher zu machen, Salz und Wasser. Jetzt zeige ich euch, wie wir die Pizzoccheri machen. Zuerst einmal den Teig 1 cm dick auswählen. Passiamo alla fase successiva. Dann der Länge nach in breite Streifen schneiden. Die Streifen werden aufeinander gelegt. Und jetzt schneidet man die Pizzoccheri. Jetzt sind sie bereit, um gekocht zu werden. Es fehlt nur noch das Gemüse, das mit der Pizzoccheri gekocht wird. Wir nehmen einen Härtöpfel und schneiden ihn in nicht allzu grosse Würfel. Das Gleiche machen wir mit dem Wirsing. Jetzt salzen wir das kochende Wasser und geben dann den Wirsing und den Härtöpfel dazu. Kurz danach die Pizzoccheri. Nach 12 Minuten sind die Pizzoccheri bereit, um abgegossen zu werden. Wir legen sie in eine feuerfeste Form und verfeinern sie mit köstlichem Parmesan und mit Casera Valtellina, die wir schon im Voraus vorbereitet haben.
Jetzt müssen die Pizzogri noch mit Butter, Salbei, einer Zwiebeln und Knoblauch gewürzt werden. Wir gießen alles auf die Pizzogri, die jetzt bereit sind, um serviert zu werden. Das Rezept findet man übrigens auf unserer Homepage www.coop.ch. Mit dem Brot des Monats stellen unsere Bäckerinnen und Bäcker regelmässig ihre Kreativität unter Beweis. Zurzeit haben wir das Goldsaatenbrot in den Läden. Mehr über das neue Biobrot von Coop Naturaplan erfahren wir in einer Woche. Bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.